stark gefrachtetes Wohnhaus vorgefunden. Haben sie daraufhin auf die Suche gemacht, im Haus den Brandherd zu lokalisieren. Haben dann die Information bekommen, dass sich noch eine Person im Haus befindet. Worauf wir dann natürlich begonnen haben, mit der Suche die Person zu suchen, was sie sehr schwierig gestaltet hat, da das Haus im Wohnbereich sehr stark verraucht war. Wie haben Sie die Löscharbeiten dann gestaltet? Ja, die Löscharbeiten haben wir gestartet durch die zwei Tankfahrzeuge und mit dem Löschfahrzeug, Leichtlöschfahrzeug, haben wir eine Zubringleitung aufgebaut und konnten somit rasch eingreifen.